Ja, schon wieder so tief gefallen, wo ich gar nicht hin will. So. Gloomy Tunnels sind wir im Moment. So, auf ein neues. Durchkriechen, aber ach so, wie sollen wir denn zu dem Kreuz kommen? Hä? Ist ja merkwürdig. Jump to death and prove your faith. Aha. Ah ja, hier kämen wir raus. Jump to death and prove your faith. Tja. Gerade nicht so wirklich die Idee, wie wir da dran kommen. Vielleicht durch die Wand von der anderen Seite wieder. Kommen wir denn hier durch? Ja, hier kommen wir durch. Ja, hier wird es schon ein bisschen schwieriger durch die Jungs. Nein. Uff. Das kann ich kommen ja irgendwie vorbei. Ja, kommen wir. Sehr schön. Hälfte der Kreuze haben wir. So, jetzt haben wir schon irgendwas umgestellt. Ah, nein! Wie dämlich ist das denn? Oh. Na gut, jetzt gehen wir mal unten lang. Dass wir mal was anderes sehen hier noch. Four Brothers changed their faith. Auch alles hier. Ah, jetzt sind wir wieder in dem Raum, okay. Das ist schon mal gut. So. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie wir oben da dran kommen. Ah! Durch das Kreuz drehen. Hier oben war vorher ein Kreuz. Durch das Kreuz drehen, Four Brothers changed their faith, haben wir das Kreuz hier quasi jetzt gewechselt und müssen eigentlich jetzt wieder im anderen Raum. Da war nämlich vorher dieses rote Teil. Das müsste jetzt eigentlich dann hier im nächsten Raum zu finden sein. Perfekt, da ist es. Sehr schön. Ah. Das war auch zu eng. Ich geb's zu. So, auf ein neues. Alles wieder sehr knapp. So. Durchkriechen. Lake of Despair. Die Piranhas sind aber auch schon fix hier unterwegs. So. Wie kommen wir jetzt am dümmsten da hoch? Ich weiß gar nicht, ob das hier die günstigste Variante ist. Nee. Wir kommen hier nicht durch. Nicht so ohne weiteres. Müssen wir vielleicht doch von der anderen Seite versuchen, nochmal zu kommen. Hier durchgehen. Ah. Auch nicht schlecht. Also war das die Schriftrolle mit Jump to Death and Prove Your Faith eigentlich gar nicht für den Raum bestimmt wahrscheinlich. Auch wieder eine knappe Nummer. Ach so, wir kommen hier gar nicht mehr hoch. Haha, wir müssen da hinten lang. Okay. Wie? Game over. Tja, das war's. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Macht mir wirklich unheimlich viel Spaß. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal die anderen Skins noch ein bisschen an. Ja, machen wir weiter mit der MSX-Version. Ja, das kann man abbrechen. Sieht auch schön aus. Schön gemacht.
spielt sich im Prinzip eigentlich auch gleich wie die Mega Drive-Version bis jetzt. Ah ja, hier läuft er jetzt aber vor den Bänken lang. Das war wahrscheinlich jetzt doch nicht dann zu realisieren, dass er hier da hinten dran läuft. Ach, Sven, was war das denn? Dämlich war das. So. Ich hatte mal auch mehr Leben, oder? Das sind 8 auf einmal. War es nicht vorher nur 5? Auf der Mega Drive-Version? Sehr interessant. Gefällt mir aber auch sehr gut hier der Skin. Sogar 9. Auch hier wieder der kurze Moment. Hier fliegt jedenfalls nichts mehr durch die Gegend. Das war dann doch nicht so leicht möglich, wahrscheinlich zu realisieren. So. So. 12 crosses against the devil. Gefühl, dass es so einen kleinen Ticken höher sogar springt als in der Mega Drive Version. Kann mich aber jetzt auch irren. Dämlich. Ja, wir werden jetzt auch nicht alle 8 Leben hier verspielen. Wir wollen ja noch die anderen 5 Skins angucken. So, gehen wir doch mal direkt hier unten lang. Ah ja, dadurch ist auch hier das Kreuz erst gekommen. Habe ich auch vorhin gar nicht gesehen. Ja, da oben gibt es noch ein extra Leben abzuholen, aber das schenken wir uns jetzt einfach mal. Na komm, na komm. So, gucken wir mal, wie der Drache hier gemacht worden ist. In der Version. Naja, auch sehr nett. Ah, ja, dadurch haben wir natürlich das hier auch geswitcht, das Kreuz. Schön, also ist schon echt cool durchdacht, das Spiel, finde ich. Das macht schon Spaß. Schluss. Ach ja, hier können wir mal. Ja. Das war nämlich der. Ah ja, das war jetzt wieder ein anderer Save-Punkt. An der Stelle ist nämlich so eine unsichtbare Brücke. Das war, glaube ich, dieser Hinweis mit Jump to Death. Lass mal wieder hinkommen. So nicht. Eieieiei. So. Welchen Weg gehen wir denn? Gehen wir hier oben lang. Schon alles. Gehen wir
erstmal hier rüber. Das war auch schon wieder verdammt knapp. Ja, wir wollen jetzt mal runter, dass wir die Stelle auch mal sehen. So. Wir könnten hier springen. Vielleicht klappt es in einem anderen Skin besser. Gibt's doch gar nicht. So, einmal probieren wir das noch und dann schauen wir uns einen anderen Skin an. The Wheel of Faith heißt der Raum. Finde ich auch ganz nett, dass hier jeder Raum einen eigenen Namen hat. Ich muss sagen, der Skin hier gefällt mir grafisch unheimlich gut auf jeden Fall. Nicht weit genug darüber. Gut, ich resette gerade mal kurz und wir schauen uns ein paar andere Skins jetzt erstmal noch an. So, Mega Drive hatten wir, MSX hatten wir, jetzt mal die PCW-Version. Die sieht ziemlich gruselig aus, muss ich sagen. Oh ja, Also die macht keinen Spaß, aber oh, hier, dafür haben wir hier ein Gewitter, das ist ja ganz nett. Und ziehende Wolken. Aha. Aber sieht. Boah, das sieht so nach einem Einheitsbrei irgendwie aus, ne? Aber auch hier was anderes, da fliegt ein Vogel hinten durch. Ganz nett. Da war dann offensichtlich noch ein bisschen Arbeitsspeicher oder was auch immer frei. Dass man das realisieren kann, wobei das bei Mega Drive mit Sicherheit eigentlich auch gegangen wäre. Oder ich war so unaufmerksam, dass er mir nicht aufgefallen ist, als er da hinten rumgeflogen ist. In der Mega Drive-Version. Ja, wir schauen uns jetzt nur die hier den ersten Teil, das erste Kreuz holen mal an, würde ich sagen, das reicht ja. Ah, und auch hier ziehen ein paar Wolken lang. Sehr nett. Cool. Die Schriftrolle ist kaum von den Fässern zu unterscheiden. Oh, naja, okay. Das war's. Aber eine Abkürzung hier runter quasi. Okay. Die Stufen hier sind auch ein bisschen anders gemacht, ne? Die sind jetzt ein bisschen in die Tiefe gemacht. Ja, cool. So, der macht aber nicht so viel Spaß, der Skin. Muss ich gestehen. Dann schauen wir einfach mal in die nächsten rein. Das war, glaube ich, der Gameboy-Skin. Ja. Naja, der ist ein bisschen detaillierter. Wobei das wirklich nur ein Skin ist. Denn die Musik hätte der Gameboy so nicht hingekriegt. Das wäre natürlich jetzt noch richtig schön gewesen, ne? Wenn hier auch die Musik jetzt auf quasi Gameboy-Tune umgestellt worden wäre. Das hätte ich jetzt richtig cool gefunden. Dann wäre noch mehr dieses Gameboy-Feeling einfach da gewesen. Ne? Oh, aber auch hier haben wir eine Änderung. Hier sind zwei Sprünge jetzt, die man machen muss. Oh ja, und auch das hier. Guckt mal her. Wir kommen gar nicht dahin. Ach was, da müssen wir jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Das ist ja richtig cool. Also jede Version ist doch irgendwie ein bisschen anders.
Und wahrscheinlich lohnt sich dann tatsächlich in allen, ich glaube 7 Versionen, die drin sind, das Spiel mal zu spielen. Und durchzuspielen vielleicht auch, weil die Lösungen ja auch ein bisschen anders sind. Ja, von hier kommen wir jetzt darüber. Das ist ja cool. Das ist nett. Die Glocke ist auch an einer anderen Stelle. Die war vorher weiter links. So, gucken wir jetzt mal hier rein. Naja, hier fliegen die Wolken oder ziehen die Wolken in die andere Richtung. Sehr schön. Also sogar ein Unterschied festgestellt. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich hatte zwar in den Gameboy-Screen oder Skin besser gesagt auch mal kurz reingespielt, aber nicht so jetzt auf die Feinheiten und die Unterschiede geachtet. Naja. Ja, okay, keine Chance. Aber nett gemacht. Sehr nett gemacht. Okay. Dann gucken wir uns jetzt noch den nächsten Skin an. Oder die nächste Version. Game Boy, die CGA-Version. PC CGA. Boah, dieses Lila. Ob hier irgendwas geändert wurde. Hier läuft er auf jeden Fall auch vor den Bänken lang. Und ganz nett, dass sich hier das Kreuz von lila auf weiß immerhin ändert. Ah ja, und hier ist wieder alles quasi normal, wenn man so will. Aber auch hier hat man 9 Leben. Also irgendwie hat man überall mehr Leben als in der Mega Drive-Version. Na, hier hat man auf Musik verzichtet. Okay. Das war auch schon wieder ziemlich knapp eben. So. Twelve crosses against the devil. Na komm, kann es auch mal kurz kaputt gehen lassen. Dann sind wir schneller unten. Öffnen hier die Tür. Die Falltür. Hier nochmal reingucken in den Screen. Sind die Dings schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Die Stellen, an denen die Feuer, Flammen, Kugeln, was auch immer. Ja, okay. Okay, das sollte reichen für den CGA-Screen. Skin, warum will ich immer Screen sagen? Keine Ahnung. So. MSX, Game Boy, CGA, C64 und Original haben wir noch. So, dann spielen wir jetzt erstmal die erstmal die C64-Version. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann spielte die sich auch von der Steuerung her anders. Hier ist auf jeden Fall C64-Musik. Genau, hier ist eine andere Musik auf jeden Fall. Aber immerhin fliegt auch hier hinten der Vogel rum. Das kommt mir alles ein bisschen kleiner vorgefühlt. Weiß auch nicht. Aber das ist auch so ein richtiges Spiel, finde ich. Wenn ich das damals auf meinem C64 in der damaligen Zeit schon gehabt hätte, das hätte mir richtig Spaß gemacht. Das hätte mir richtig Spaß gemacht.
ist wieder Musik da. Aber hier keine Wolken, die ziehen. Einfach nur ein paar Sterne, die mal mehr oder weniger blinken. So. Holen wir uns mal noch das Kreuz da hinten. Boah, die Spinnen sind deutlich größer als in der anderen Version. In der anderen Version auch hier noch ein Fenster drin? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, komm, lass mal kaputt gehen. Ja, also da merkt man aber schon, wie gesagt, im Vergleich zu dem Gameboy-Skin, was ja wirklich nur ein anderer Skin gewesen ist, hier wurde wirklich ein richtiges Spiel. Richtig Spiel nochmal. Ja, richtig portiert für das System. Ne? Boah, das ist aber schon schwer erkennbar hier. Das finde ich teilweise schon ein bisschen schwierig zu erkennen hier. Also vom Springen her so ein bisschen anders spielt sich's auf jeden Fall. So, gucken, ob wir die Stelle jetzt schaffen. Yeah! Die Tür aufgemacht. Gewettet, dass das zu früh war. Naja, egal. Da war es auf jeden Fall zu früh. Ja, cool. Also, C64-Version macht definitiv auch Spaß. Und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir als letztes mal noch einen Blick auf die ursprüngliche Version. Die Originalversion. Also quasi die Windows-Version, die wie ZX Spectrum aussehen soll. Die spielt sich deutlich flotter auf jeden Fall als die C64-Version. Da hat die C64-Version sich eben deutlich langsamer gespielt. Ich glaube, das ist auch der Skin oder die Version, die ich auf der Gamescom vor einigen Jahren gespielt habe. Da dachte ich noch so, für ein Mega Drive-Spiel eigentlich sehr minimalistisch von der Grafik her, aber hat dann irgendwie doch Spaß gemacht. Ich habe dann doch irgendwie, keine Ahnung, meine Viertelstunde da gespielt und es war echt cool. Hab damals schon gesagt, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ja, und da wusste ich noch gar nicht, dass es auch quasi eine richtige Mega Drive-Version, also richtige Mega Drive-Version mit entsprechender Grafik und Sound gibt. Das war dann eine schöne Überraschung, als ich mich dann mit der Kickstarter-Kampagne da auseinandergesetzt habe. Sehr schön. Ey. Wow, mehr als knapp eben. Ja, hier ist auch ein Fenster. Da war wahrscheinlich die ganze Zeit ein Fenster und ich habe es wieder noch nicht gesehen. Und bin zu doof gerade wieder. Aber wir könnten jetzt auch schon hier runterkommen. Dann können wir jetzt mal runter gucken, was es denn hier unten noch so gibt. Grafisch. Kann auch versuchen, in einen anderen Raum runterzugehen. Achso, wir können auch hier unten lang gehen eigentlich. Ah, wir können eigentlich auch hier unten lang gehen. Gut. Einmal versuchen wir es jetzt noch und dann ist auch gut. Dann habt ihr genug gesehen von dem Spiel. Konzentration lässt nach. Gut, ich würde sagen, wir lassen es dabei bewenden. Also, mir macht es extrem viel Spaß, wie gesagt. Ich finde es ganz toll. Ihr kriegt es, wie gesagt, sogar für den Preis, den ihr euch aussucht, wenn ihr es bei Play on Retro heute kaufen wollt, für einen Emulator oder sonst irgendwas. Ja, also, ich kann es nur empfehlen. Mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
dann wäre es das mit der zweiten Folge von Reko Homebrew. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.